Ich will damit nichts zu tun haben, wenn es strafrechtlich relevant ist. Pass mal auf, Schatz. Moment mal, wenn ich in die Mine gehe, soll ich was Leckeres mitbringen? Was ist denn bei dir falsch gelaufen, meine Liebe? Na, da gibt's doch leckere Sachen, Fliegenpilze. Irgendwie hast du was falsch verstanden, was in der Mine passiert. Was in der Mine passiert, bleibt in der Mine. Ja, aber... Und du das meinst, Blumi? Weg damit, 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 damit. Oh, ich hab Lust auf Schokolade. Damit. Oh, ich esse wieder noch ein paar Doppelkekse, glaube ich. Hol dir einen Freund, der kauft dir dann Schokolade. Nein, bitte nicht. Ich will keinen Freund haben, der mir Schokolade kauft. Warum? Ja, noch dicker. Ich will einen Freund, der mich beim Abnehmen unterstützt. Der Freund macht einfach richtig viel Sport mit dir, dann kannst du auch Schokolade essen. Das wäre so. Haben die Läden nicht so lange oft. Ich glaube, du hast in dem Fall nicht verstanden, welches Sport ich meine. Geht doch beides. Ja. Na dann? Es ist ein anderes andere. Ja, oder einfach 24-7 in einen Sport. Ach, Hauptsache Sport. Ich hab Bock auf Sport gerade. Furchtbar. Von welchem Sport reden wir jetzt nochmal? Also, Sport. Ja, dann geh doch Sport machen. Ich bin erkältet. Kannst du trotzdem Sport machen gehen? Muss nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja, aber ich hab wirklich Lust auf Krafttraining. Kannst du auch draußen machen, musst du nicht im Fitnessstudio machen. Es geht ja auch nicht ums Fitnessstudio, ich gehe eher nicht ins Fitnessstudio. Ja, dann kannst du Krafttraining machen. Ich habe keinen davon ab, nur weil du ein bisschen erkältet bist. Ja, dann bin ich morgen richtig wieder krank. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Das hat einen Grund, warum man... Außerdem geht das Ganze auf die Lunge, wenn man Sport macht, während man erkältet ist. Ich glaube, eben eher... Mir hilft es dann gesund werden, wenn ich Sport mache. Normalen Sport ja, aber Krafttraining würde ich nicht machen, wenn ich erkältet werde. Krafttraining geht auch nicht auf die Lunge. Natürlich. Ausdauer geht auf die Lunge, weil du da die ganzen Sauerstoff durchpumpen musst. Krafttraining braucht doch kaum Sauerstoff. Hinterher schon, außerdem geht jedes Training ist anstrengend und für den Körper nicht gut, wenn du krank bist. Ich habe mich da letztes Jahr schon, als ich extrem im Sport war, reingelesen und da steht überall, lass die Finger vom Krafttraining, solange du krank bist. Also ich kann nur sagen, meine Mama ist Ärztin und die sagt, man soll sich ein bisschen sportlich betätigen, auch wenn man krank ist und man schneller gesund wird. Ein bisschen sportlich betätigen, ja, aber nicht Krafttraining. Du musst ja das Krafttraining nicht an die absolute Grenze bringen, aber du kannst ja trotzdem ein bisschen Krafttraining machen. Das ist ja gerade das, was Spaß macht. Und das kann ich nicht machen. Ja, aber du hast nur gesagt, du hast Bock auf Krafttraining. Du hast nie gesagt, ich habe Bock auf 110% Maximalbelastung. Naja, aber Krafttraining ohne bis zum Muskelversagen zu trainieren, ist doch witzlos. Nee, das ist gesund. Oh, hallo Destiny. Hi. Destiny ist aber nicht so ein tolles Spiel. Destiny ist ein Zuschauer. Ich habe mir gestern ein Video angeguckt, was das Problem war von Destiny und warum Warframe quasi von der PR von Destiny profitiert hat. Witzigerweise. Mir fällt dazu bloß ein Hardcore-Lied ein. Das ist mal Destiny. Hier fehlt wahrscheinlich zu jedem random, edgy, englisch Wort ein Hardcore-Lied ein. Das kann gut möglich sein. Hoppa, hoppa, reiter. Ich verstehe einfach nicht, warum ich nicht weiter level irgendwie. Ich stecke irgendwie bei Minenarbeit 9 fest. Ich bin bei Sammeln 9 tatsächlich. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen in die Mine. Einfach um zu leveln. Du kannst auch ein paar Steine, dann wieder können wir zusammen farmen dort. Achso, ich muss ja dahin. Ja, also ich gehe in die Wüste, aber ich gehe halt quasi, ich mache jede Ebene ganz. Ja, das ist schneller. Ich glaube, Lieder mit Destiny gibt es eine Menge. This is my Destiny. Bum, 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 hyper, bum, hyper! Das ist nicht mit Destiny. Schlafmusik. Nee, das ist hyper. Hyper ist kein Hardcore, ja. Ja, schon bewusst. Ach. Ja, ja. Jetzt kommen wir wieder die Musikgenre-Nazis. Ja. Naja, also zwischen Techno, Trance und Hardcore gibt es halt schon ein paar Unterschiede. Und Schranz und Terrorcore. Alles gleich, hässlich. Nein, Franz ist okay, Terrorcore ist mir too much. Ah, da steht ein Pferd, das ist ja praktisch. Nix gewöhnt. Wahrscheinlich mehr auf Hardcore-Events als du im letzten Jahr. Naja. Willst du Hardcore-Metal oder Hardcore-Techno? Hardcore-Techno schon. Hülle, 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 was ist Wahnsinn? Iridium-Bahn, haben wir noch mal Iridium-Bahn übrig? Yep.
Maho schenken. Wo ist denn Maho? Es gab schon Lieder von mir, bevor ich überhaupt geboren bin. Ich hab einen Hechtemüll gefunden. Wo ist der Schmied hin? Ich hab meiner Schülerin meine Güte, bist du sicher? Anhand von Jesus in der Bibel Brüche erklärt. Ja, gewusst wie, wenn man Christen vor sich hat. Du stöberst durch Clints Besitztümer. Es gibt einen Stapel von Schmiedschürzen, ein paar Magazine, ein altes Schwert und ein nettes Bild von seiner Mutter. Oh wow. Ja, jetzt liege ich in seinem Bett. Du bist ganz schön creepy. Ja, schon. Und hier in der Ecke liegt noch ein Brief, liebe Emily. Ich erinnere mich bitte daran, dass ich niemals Felix einlade. Habt ihr den Brief schon mal gelesen beim Schmied? Nö. Nein. Liebe Emily, ich weiß, du hältst mich nur für einen Freund. Es ist meine Schuld. Ich bin zu schüchtern. Ich werde nie den Mut haben, dir die Wahrheit zu sagen. Ich erinnere mich dran, dass wir den immer schon mal irgendwo hatten oder sowas in der Richtung. Nee, erzähl doch die ganze Zeit, dass er sie toll findet und nicht weiß, was er machen soll. Deshalb schreibe ich dir diesen Brief, den ich aber garantiert zerknüllen und in die Ecke werfen werde. Er liegt ja unter der Ecke hier. Müsst ihr beim Schmied mal hier ins Privatzimmer gehen? Danke, das will ich nicht. So, Maru, wo bist du am Rumlungern? Könntest du dir sagen. Jedes Mal, wenn Jesus das Kreuz hat fallen lassen, ist etwas gebrochen. Nein! Anders Buchrechtin. War das Gleichnis von dieser alten Frau da im Tempel. Habe ich jetzt wirklich gar nichts zu essen mitgenommen? Das war jetzt gar nicht schlau. Ich glaube, ich gehe. Lumi, dir sind die Geister heute nicht groß gesinnt. Wieso? Die sind jedem anders gesinnt. Yep. Ja, aber weil du was zu essen vergessen hast. Weil ich ein Idiot bin, ja. Hau hier mal ab. Angeln wir halt noch ein bisschen, bis Maru kommt. Ich meine 38 Steine. Gleichnis einer alten Frau. Die hat das mit dem, wo da alle großen Typen da irgendwie Gold geben und also Jesus erzählt von einem Gleichnis, von einem Tempel, wo Menschen Geld spenden. Und dann kommt so ein Prophet her und oder irgendwelche reichen Leute und die hauen da irgendwie Tausende von Gold in diese Spendenbox. Und dann kommt halt irgendwann so eine alte Frau und legt irgendwie so ein Goldstück rein. Ja, die Tempel spenden. Und dann sagt Jesus irgendwann von wegen, ja, siehe, diese Frau hat mehr gegeben als ihr alle. Und jetzt fahre ich schon wieder in die Wüste. Was ist denn los? Ich bin völlig abgelenkt. What the fuck? Gibt ja Geld aus für nix. Oh, ich Idiot. Ich bin gerade von der Wüste zurückgefahren und fahre direkt wieder. Lumi, du hast jetzt verboten zu spielen und gleichzeitig zu reden. Und gleichzeitig die Bibel zu zitieren. Das ist genau. Halt, du hast ja nicht mehr die Bibel zitiert. Ey, das siehe, es steht auf jeden Fall in der Bibel drin. Jesus sagte, siehe diese Frau, so. Nur diese. Siehe diese Frau, gibt sinnlos Geld aus, um Bus in die Wüste zu fahren. Oh, das kommt Maru. Hier geblieben. Ich fahr halt auch gerne mit dem Bus, macht halt auch Spaß. Maru! Kennst du das mit dem Bus bauen? Ich hab was für dich. Komm, nein. Bus bauen. Nee, auch Mann, ey. Du bist aber auch nicht müde, mir Witze und Sachen zu erzählen, ist die ich nicht verstehe. Ist das Ben, das haut mich um. Ich bin da sehr renitent. Ich war sehr renitent vor allen Dingen. Sowas. Hm? Ist renitent nicht falsch? Ja, renitent ist, glaube ich, falsch. Penetrant. Ja, klang auch so falsch. Renitent passt aber auch, also er ist aufmüpfig. Also selbst wenn du ihm sagst, dass du keine Witze mehr hören willst, würde er trotzdem weiter welche erzählen. Unbelehrbar. Dann würde ich aber rebellisch sagen. Ja, aber nur weil du keine Fremdworte kennst dafür. Also ich kenne renitent als Gegensatz zu devot in einer gewissen Szene. Was für Szenen denn, Lumi? Jetzt musst du uns glaube ich ein bisschen aufklären. Was für dominant, Szenen meinst du da? Submissive, devot und dominant. Also naja, devot ist, wenn du dich unterordnest und dominant ist, wenn du Leute unterordnest. Und renitent ist, wenn du dich nicht unterordnen lässt, obwohl jemand dominant ist. Und in welcher Situation meinst du das? Ach, Ben. Erzähl doch mal. Ich bin mir sicher, die Zuschauer würden das gerne wissen. Mit mehr Details von der Szene wahrscheinlich auch.
Ich hatte ja schon erzählt, dass es Kuki und Fetischszenen sich überschneiden, da kriegt man halt so das ein oder andere mit. Ach so? Ja, und das weißt du ganz genau, weil wir darüber schon mehr oder als ein Gespräch davon nix. Glaube ich nicht, nö. Kann mich an nichts erinnern. Kannst du mir nochmal erzählen? Ich bin immer nur so harmlos in Kannst du mir das nochmal erzählen? Ich habe wirklich. Regelmäßig in das M-Sessions. Nee. Du bist immer die Renitente, wenn dann. Das war gerade sehr renitent von dir. Ihr seid alle penetrant. Penetrant bist du außerdem, ja. Aber man kann ja auch renitent und penetrant sein. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das habe ich auch nicht behauptet. Ihr seid merkwürdig. Hauptsache, ich bin omnipotent, das ist wichtig. Omnipotent? Hauptsache mal potent. Hauptsache irgendwo das Wort potent eingebaut. Das war sein Ziel fürs Ganze. Nee, ich wollte schon wirklich omnipotent sagen. Ja, wie immer mit unserem. Ich kann alles. Was? Immer so um 2 Uhr ins Bett. Ja, ja, Ben. Das glaubt ihr seit heute niemand mehr. Mhm. Was? Ein Zuschauer steht voll hinter mir. Dass du um 22 Uhr ins Bettchen gehst. Nee, tatsächlich will ich aber nicht länger als 2 Stunden Stardew Valley spielen. Das ist die wahre Ausrede. Danach spielen wir ja Apex. 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 Apex Legends! Das neumodische Gedöns halt, damit ich mich hier in einem Trend unterordne, ja? Trend. Cool. Wenn du dann Twitch-Partner bist, dankst du mir, oder? Was? Wenn du ein Twitch-Partner bist, weil dir auch Leute zugucken, dankst du mir. Ich werde garantiert kein Twitch-Partner, weil ich Apex spiele. Würdest du das on-time spielen, wenn es rauskommt schon? Ey, da hätte ich es aber auch als eine der ersten spielen müssen. Ja eben, wenn es rauskommt. Der 320. Mitläufer, der dieses Spiel spielt. Ja, wenn es nur der 320. wäre. Also. Mitläufer, Benny. Mitläufer. Ja, aber wahrscheinlich eher der 23.000. Mitläufer tatsächlich. Ich habe Ben versprochen, dass ich es mal ausprobieren werde und das bietet sich heute tatsächlich an. Es tut mir leid, Xan. Kannst ja ein Stündchen verschwinden, falls ich länger mache, komm irgendwann Stündchen eventuell nochmal Dota. Verschwinden? Du bist nur der Notnagel. Was? Ein Stündchen verschwinden, wenn ich dann noch Zeit habe, können wir ja. Das klingt notnagelmäßig. Also wenn, ganz im Ernst, ich habe jetzt nur 7 Leute, die zuschauen. Ja? Aber wenn jeder von diesen 7 Leuten direkt ad hoc schreiben würde, was er denn jetzt gerne am liebsten bei mir sehen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass 3 oder 4 unterschiedliche Spiele rauskommen. Titten. Ich bin mir relativ sicher, dass die Hälfte davon schreiben würde Dota 2. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Hälfte davon schreiben würde Titten. Ich glaube, das passt. Das ist aber kein Spiel. So wie Amorant. Jumi, du musst also Super Seducer spielen. Shroud verdient seit Apex geschätzte 150.000 im Monat. Ich bin aber nicht Shroud. Ja, und Montana Black verdient mit Fortnite wahrscheinlich das Dreifache. Ich bin aber auch nicht Montana Black. Nein, Montana Black hat die Verbindung zur Realität verloren, allen Belangen. Sagt es nicht zu laut, er hat seine Ohren und Augen überall. Und dann bist du das ist aber nicht so schlimm, weil wenn jetzt seine Community kommt und mir ein Beef macht, habe ich plötzlich so viel Aufmerksamkeit wie noch nie. Und ich glaube, ich kann das ab, wenn Montana Black Community bei mir Stunk macht. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn er spontan 1000 Euro donatet. So. Ich glaube, ich wäre auch so jemand, wenn mir jemand 1000 Euro donatet, würde ich mich auch beleidigen lassen in dem Text. Ja, ich glaube, damit könnte ich leben. Ja, doch, doch, das ist in Ordnung. Also 1000 Euro für eine Beleidigung, das wäre es mir wert. So, es gab ja auch mal die Welle von weiblichen Twitch-Streamern, wo du irgendwie ab 2 Euro donaten konntest und da kamen immer nur Beleidigungen, aber die haben die Donations halt trotzdem angelassen. Ist das nicht bei der Casey-Tron so? Ja, unter anderem, genau. Mhm. Aber da gab es noch deutlich mehr und die haben halt quasi im Sekundentakt Donations bekommen damit. Felix, es ist nicht witzig. Was war denn jetzt? Ich glaube, es ist Felix. Felix, bist du noch da? Er ist zumindest nicht am Reden. Ist rechtzeitig einer abgegangen, einer rauchen gegangen. Nein, ich hab das Headset nur gemutet und hab laut gemacht und hab meine Freundin angeguckt, mal sehen, wann sie ausrastet. Sie ignoriert es und überlegt sich derweil parallel eine Rache. Also, okay, wenn ich den Chat abstimmen lasse, kommt gerade Sims 2 raus. Siehst du mal. Muss man Strawpoll machen. Als Rache? Ach nee, was sie sehen wollen. Was für ein Spiel sehen wir eigentlich unseren Sims? Nee, es hieß gerade, ich habe gesagt, da kam dann, ich würde am liebsten Cäsar 3 sehen.
Dann kam von Matze Sims 2, solltest du mal wieder spielen? Dann meint Bobby, ja, Sims fand ich auch gut. Und dann kam von Xan, sehe ich auch so. Also einstimmig auf Sims 2 entschieden. Also wird es kein Apex-Stream, sondern ein Sims-Stream danach? Interessant. Nein, es wird kein Sims-Stream. Ich wollte das Apex jetzt mal ausprobieren. Mir fehlt eigentlich bei Sims tatsächlich noch so eine Multiplayer-Mod. Gibt es eigentlich irgendwas bei Sims 4? Ja, dass du halt in einer Nachbarschaft quasi kannst du parallel einfach Familien spielen. Jeder seine eigene Familie. Und dann gegen sich besuchen und so, genau. Dann würde ich bei irgendjemandem eine Rakete starten. Das wäre eigentlich ganz Neues, ehrlich gesagt. In der Bude. Und ich weiß auch nicht, warum die nicht mal auf die Idee gekommen sind, so einen Multiplayer einzubauen. Der bietet sich so einfach an. Es bietet sich wirklich an. Na dann, Benny, Marktlücke. Aber ich bin kein Sims-Entwickler. Und Sims wird, glaube ich, ewig nicht weiterentwickelt. Ja, aber du brauchst ja nicht Sims entwickeln, du nennst das Ben's World. Tatsächlich gab es sogar mal ein Sims-MMO, lustigerweise. Das haben sie aber wieder eingestellt, weil sich das nicht gehalten hat. George hat mir gerade geschrieben, Brief, habe ein paar Qualitätssteine gefunden. 35 normale Steine. Läuft. Ja, was sind jetzt Qualitätssteine, siehst du? Letzte Nacht, oder? Wie spät ist es? Ja, letzter Tag. Letzte Nacht nicht. Ja, weißt du, was ich meine. Er kündigt es doch eh immer vorher an. Ja, ich hätte es jetzt vergessen, aber von daher, Felix hat schon recht. Nee, ich muss dann noch mich duschen gehen und... Und arbeiten nochmal, oder was? Naja, und ins Bett, ne, weil ich morgen 4 Uhr wieder raus muss. Oh, ja gut, dann... Das heißt, du bist bei Apex gar nicht dabei. Nein. Dann haben wir einen Platz frei. Ja. Ich also habe eine weitere Herausforderung für dich. Fang mir einen Langdorsch. Die also geben nicht so schnell auf, aber ich weiß, dass du es schaffen kannst, Willi. Ich habe einen Langdorsch. Easy. Morgen könnte ich zwar, aber ich muss bei Farming Simulator noch ein Feld fertig ernten. Übrigens, falls ihr die Quest mit dem Langdorsch auch habt, wir haben noch 2 Langdorsche. Hab ich auch. Okay. In der Truhe vor Lumis Haus. Life is Strange habe ich aber schon gespielt. Also zumindest im ersten Teil. Schon dabei Lumi, wann spielst du eigentlich Hellblade durch? wenn ich wüsste, wo sie ist, Xan. Ja. Bin. Ich hab gesagt, sie ist nicht wieder zurück. Ich hab gefragt, Lumi, wann sie Dingens durchspielt. Hellblade. Das wollte ich für YouTube machen. Das wollte ich nicht twitchen. Deswegen, wann machst du das? Weil ich es gekauft habe, wenn ich Geld habe. Wir müssen mal Family Sharing machen, dann kannst du meinen Family Account benutzen für sowas. Ich hab auch einen Family Account, also. Ja, aber dann hast du Hellblade schon, dann musst du sie nicht kaufen. Ja, das wäre cool. Dann müssen wir mal per TeamViewer irgendwie unsere Family Sharing einrichten. Wenn das noch geht, ich glaube, die haben das da irgendwie ein bisschen in den Riegel vorgeschoben, dass du es über zu große Entfernungen teilen kannst. Nein, es ist, das Einzige, was ich gemerkt habe, war, dass du mindestens 5 Spiele bei Steam gekauft haben musst. Ja, die haben auch irgendwie die Algorithmen geupdatet, dass die genauer drauf gucken, dass du nicht die sozusagen Freunde, die zu weit auseinander wohnen, sowas sharen oder einfach nur random Leute. Was ist das für eine Logik? Keine Ahnung, weil es halt ganz viele Leute gemacht haben, die einfach ihre Spiele sozusagen untereinander geteilt haben und dann die Spiele nicht gekauft haben. Ja, aber Benni, wir haben so viel Geld in Steam investiert. Hallöchen, liebe Missy. Guten Abend. Vielleicht musst du mindestens 50 oder 100 Spiele besitzen. Nee, kann ich nicht. 1000 Euro ausgegeben haben. Ich habe, glaube ich, auf Steam selber keine 1000 Euro ausgegeben, tatsächlich. Nee, ich garantiere, ich habe auf Steam fast nichts ausgegeben. Ja, eben. Ich habe das auch fast alles über Moga oder Humblebundle. Genau. Ja, aber ein Teil der Spiele. Nee. Aber ich habe wenig Spiele halt direkt über Steam gekauft, das ist der Punkt. Ich habe wirklich, glaube ich, ich habe kein einziges Spiel über Steam gekauft. Wo ist denn Willi? Die wurden mir immer gekauft. Willi, wo bist du? Ich überleg gerade, aber ich glaube nicht. Willi, du elender Angler, wann fängt denn der an zu arbeiten? Gar nicht. Er angelt nur. Och Mann, ey, manche Fische sind ja echt Horror. Ach, du angelst? Hm. Ja, manche Fische schaffe ich immer noch nicht und ich habe Angeln Level 10, also. Du kannst auch noch was essen, damit du besser angelst. Ach. Dann halt nett. Das muss ohne gehen. Ich bin doch so jemand bei MMO-Spielen, ich habe nie diese komischen Buff-Gedöns gemacht, ich habe einfach immer gesagt, das muss auch so gehen. Schön. Mich da irgendwie hinzusetzen. Halt ich die Möglichkeiten des Spiels. Ja, mich da hinzusetzen und alles übelst vorzubereiten, das war mir irgendwie zu dumm. Mach ich auch so.
Fällt mir ein, sollte vielleicht meine Spitzhacke auch nochmal updaten, ha? Zumindest eine Goldspitzhacke. Was, wenn Felix angelt, wird er Engländer? Hm. Weil wir in Angelsachsen sind. Oh Gott, ey. Dass er den nicht versteht, hat mich aber jetzt gewundert. Ich hab gehört, die Pools in der Titanic sind wieder voll. Also das, vor allen Dingen werde ich genauso, ich bin ja dann quasi schon Engländer, ich angle auch die ganze Zeit. Benny ist ein richtiger Angelsachsen. Also ich bin ein richtiger Angelsachse. Also es ist noch jemand anders auch zu blöd. Liebe Missy, ich bin nämlich zu blöd zum Angeln. Ich habe auch keine Lust mehr. Ich lasse es jetzt. Ich will jetzt endlich dieses blöde Level-Up für Minen. Es kann doch nicht sein. Seit locker 10 Streams versuche ich das zu kriegen. Ich geh mal. Gehen wir in die normale Mine mal? Nee, ich geh jetzt wieder in die andere. Ja, leveln. Ich hab schon Geld. Also doch aber in der normalen Mine auch. Ja, aber ich glaube, Felix, man levelt besser, noch, wenn man in schwereren sind. Holst du noch Hartholz? Ich bin froh, wenn ich mich mit dir vergleiche. Niemand holt Hartholz, glaube ich. Schon seit einiger Zeit holt keiner mehr Hartholz. Doch, ich habe die letzten paar Tage mal zumindest ein, zweimal Hartholz noch geholt. Aber trotzdem wäre es ganz gut, wenn wir das wieder regelmäßig machen. Das ist eine sehr gute Idee, es mal wieder regelmäßig zu machen. Deswegen, das wenn fällt euch kurz. Lasst 14 es uns Uhr. Tun. 14 Uhr ist ja wohl nicht kurz vorher, ja. Hält euch kurz vorher, bevor wir den Stream beenden. Nicht euch. Dem Ben ist es eingefallen. Ich habe vor uns auch immer geholt. Wo sie hingehören. Ich habe vor uns auch mal geholt. Der Schmied macht jetzt meine Spitzhacke. Also falls ihr dort jetzt was machen wollt, der ist beschäftigt. Okay. Der Schmied und meine Spitzhacke, der ist beschäftigt. Also nicht wundern. Sehr gut, dann können wir ja nächstes Mal wieder minen. Also meinen. Meins. Ich habe Hartholz gefunden in der Mine. Glückwunsch. Nice. Ja, 2 Stück. Warum arbeitet der blöde Angelfuzzi heute nicht, der Willi? Weil heute Samstag ist. Und da Samstag wird nicht geangelt oder was? Nee. Ach Mann. Das nervt mich ja jetzt schon. Da ist er doch. Ich gehe morgen ja auch nicht angeln. Ey, das ist ein echter Brocken. Du hast wirklich das Blut des Anglers in dir. Ob ich das annehmen sollte oder ob das eine dumme Idee ist. Welche? So. Das ist eine dumme Idee. Ich gehe mal lieber Richtung Ausgang, dass ich zur Not raus kann, wenn es zu heftig wird. Hast du Essen mit? Ja, so ein bisschen was, aber nichts Krasses. Irgendwo muss ich Maro wiederfinden. Ich weiß nicht, Maro arbeitet tagsüber beim Arzt, ne? Das ist doch der Punkt. Stimmt. Ja. Deswegen kommt jemand von da unten. Wollte denn irgendjemand vorher noch dieses tolle Level spielen? Lumi wollte, ja, das Arcade-Ding durchspielen. Das Game im Game? Kannst du ja beim nächsten Mal machen. Kannst du ja anfangen hier mit das Game im Game. So. Na, Missy, hast du was Schönes Romantisches bekommen zum Valentinstag? Maru. Ist nicht zu Hause. Ich bin noch nicht gut genug befreundet, um aus Marus Zimmer alleine rausgehen zu dürfen. Aber rein darfst du kommen, Schätze. Ja, du kannst ja durch den Nebeneingang, kommst du halt direkt in Marus Zimmer und da gibt's keine Abfrage, ob du gut genug befreundet bist. Das ist echt bescheuert. Glitch. Was sich der Programmierer dabei wohl gedacht hat für eine Scheiße. 150 Harthaus und 50.000 brauche ich, okay. Haben wir ja hier noch für Hofgebäude, die wir bauen können? Stall, Brunnen, Silo. Wollen wir nicht mal eine Mühle bauen? Wie wär's denn damit? Was bringt das? Mehl? Mehl aus Weizen und Zucker aus Rüben herzustellen. Yeah. So, mach mal. Brauche ich Holz, Stein, Stoff und 2.500. Erinnert mich nächstes Mal dran, dass ich das blöde Spiel durchspielen wollte, das Spiel im Spiel. Und einen Schleimstall wollen wir aber nicht, oder? Nein, bitte nicht. Ich finde den so sinnlos. Ich auch. Also nur, wenn du ihn dir mal angucken möchtest, aber ich finde ihn sinnlos. Da finde ich noch am sinnvollsten die Hütte zum Zeug reinstellen. Miau! Gibt eine Hütte zum Zeug reinstellen? Ja, du kannst einen neuen Schuppen bauen, der halt einfach eine leere Hütte ist quasi. Was ein Schwachsinn. Na gut, es geht ja auch ein bisschen um das Spiel im Spiel, ne? So kannst wie, wie Kinder ja auch mit Lego spielen. Die bauen das ja nicht nur zusammen, sondern sie spielen auch damit. Kannst du halt dann einrichten. Sachen vor. Ja. Yep. Die reiten dann den Sonnenuntergang. Hütte zum Reinstellen ist super, wozu ist die denn dran? Dann kannst du allen möglichen Krimskrams, den du nicht in deinem Haus haben wirst, da reinstellen. Was sind denn Keks?
ganzen Errungenschaften zum Beispiel. Das, was wir oben stehen haben, sind die Kegs, da wo du das Ale brauen kannst und sowas. Das kannst du alles da reinpacken. Ja, hast du denn, wenn du die Hütte baust, hat die denn in der Hütte mehr Platz, als sie von außen verbraucht? Ja, ich glaube schon. Dann macht's ja dann wieder Sinn. Dann kann man auch so Sachen wie... So bei Almhäusern so. Also wenn das da auch so ist, dann lohnt sich das ja auch wegen, keine Ahnung, so Weiterverarbeitungsgeschichten oder so. Kisten, ja. Na, wobei die Kisten würde ich draußen lassen, da kommt man halt schnell genug hin. Wie groß ist die von außen? Ich glaube, die ist so 3x5 Felder oder so. Alter, dann lass die doch bauen. Jetzt bin ich doch dabei. Ja, aber jetzt ist es zu spät für heute. Na gut, okay, aber vielleicht nächsten Stream. Dip, 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 dip. Tipps. Übrigens, Lumi, wenn wir dann Apex anfangen, nein, ist das Erste, was du... Nein, stirbt die schon wieder. Nein! Angelegte Kartoffeln stelle ich mir aber irgendwie wieder geil vor. Ich habe aus Versehen in den Chat geklickt und dann wollte ich den Schild wegmachen. Dann habe ich auch rausgetappt und... Dann warst du tot. Und jetzt ist das Schwert hoffentlich weg, oder die Hacke? Jetzt könntest du mal aufhören mit so viel Negatives. Hey, wo bist du nicht hungrig, Böhn? Das sieht lecker aus. Sag mal, stellt ihr das eigentlich auch ganz geil vor? So eingelegte Kartoffeln, nicht ganz so sauer wie saure Gurken, aber so ein bisschen in die Richtung, so wie in Scheiben geschnitten und dann eingelegt? Hä? Irgendwie hab ich da Bock drauf. Für mich klingt das lecker. Dann probier das doch mal aus. Ich hab keine Ahnung, wie man sowas einlegt. Da bräuchte ich irgendwie Essig und dann, aber ich will es ja nicht ganz so sauer haben. Also Kartoffeln würde ich vorher ehrlich gesagt auch kochen. Weil du die eigentlich nicht roh essen solltest. Okay, ich esse aber Kartoffeln tatsächlich am liebsten roh. Ey, finde ich super lecker. Die sind aber eigentlich giftig. Ja, wenn du irgendwie 5 Kilo Kartoffeln am Stück isst, sind die giftig. Sind halt Nachtschattengewächse, das ist für den Bauch nicht so gut. Mein Bauch verträgt ziemlich viel. Auch. Dann kochst du halt nicht vorher und dann würde ich sie... Aber ja, beim einen Ding hätte ich sie vorher gekocht, hast du recht. Ich hätte ein Essig-Wasser-Gemisch aufgekocht. Mit Gewürzen irgendwie drin, ne? Motorrad gefahren. Hey Lumida, ich wollte mich gerade auf den Weg machen. Spring auf, ich will dir etwas zeigen. Ich fahre Motorrad. Stimmt, du bist schon mal mit dem Motorrad gefahren. Ich bin schon mal mit dem Motorrad gefahen, gell? Dicke Nudel. Daran erinnere ich mich nicht. Dicke Nudel will er. Oder ihr habt zumindest schon mal über... Das ist mal eine romantische Sequenz, ich kann gut reden. Nudel, 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 Nudel. Nein, das haben wir noch nicht gesehen. Ach, wie schön, wir machen was Romantisches. Oh Leute, ich glaube, ich will ihn doch heiraten. Klar, hast du das schon gesehen. Mit der Stadt? Wo wir auf dem Berg stehen. Ja, ich glaube schon. Also ja. Zumindest erinnere ich mich an so eine ähnliche Beschreibung schon mal. Na, Fledermäuse, weg hier. Da hinten liegt die nächste Stadt Zuzu. Übrigens, Lumi, wenn es dir zu sehr auf den Keks geht, einfach muten. Stimmt. Ich komme hierher, wenn ich einfach nur allem entkommen und nachdenken will. Klar, das hast du schon gesehen. Definitiv. Ich erinnere mich da nicht mehr dran. Zu viel gesoffen. Mhm. Und jetzt raucht er da eine? So, was hältst du davon? Nein. Nein, 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 daran würde ich mich erinnern. Was hältst du davon? Mach die Hose unten auf. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Ich hab euch jetzt so. Das ist jetzt. Wo mache ich das? Da mache ich das. Warum liegt hier Stroh rum? Warum hast du einen Helm auf? Ja, blas mir doch ein. Schön. Ich angel derweil im Schnee treiben. Vor allem, es bringt jetzt voll kurz vor Abend, uns zu muten. Ne, sie will für die Szene halt uns nur muten. Darum ging's ja. Weil sie Alzheimer hat. Ist okay. Wir sind ja eigentlich nur Barsche in dem Kacksee. Also, wenn du in einem Kacksee angelst, möchte ich die Fische danach nicht essen. Hallo? Ich mach dir aus dem Monsterbarsch auch noch ein leckeres Essen, der schon seit 2 Jahren bei uns in der Truhe schimmelt. Der riecht bestimmt noch leckerer als die Fische von vorhin. Der ist frisch, der vergeht nicht. Frischer Fisch. Der ist so gut behandelt von dem Abwässern, der vergeht nicht. Das erinnert mich jetzt wieder an Asterix und Obelix. Frischer Fisch, mein frischer Fisch riecht nicht. Er stinkt. Ah, Mensch. Ja, ja, ja. Klink. Sehr schön. Das war so schön. Riecht's bei dir jetzt auch nach Fisch? Hast du so jetzt einen Ständer? Schön. Wenn ich einen Mann Moment, hätte ich warum einen... fragst du Lumi, ob sie einen Ständer hat? Ja, weil sie gesagt hat, das war so schön. Aber Lumi, Frau und so. Ach, mein Gott. Felix kennt mein wahres Geschlecht.
Das sind Nebensächlichkeiten. Ich habe eine prähistorische Schulterplatte gefunden. Die haben wir noch nicht abgegeben, oder? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Er hat mich geküsst. Er hat mich geküsst, Jungs. Seid ihr jetzt zusammen? Ja, vor allen Dingen. Wir waren vorher schon zusammen. Achso. Vor allen Dingen wirst du jetzt auf jeden Fall gleich schwanger. Einschlafen. Die ist schwanger. Auf jeden Fall wirst du jetzt sofort schwanger. Katze, geh weg, ich will ins Bett. Das kann doch. Felix. Ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen und ich komme tatsächlich nicht ins Bett, weil meine Katze nämlich den Weg blockiert. Geh weg da, Vorschlagi. So. Vorschlagi, geh weg, sonst schlage ich. Sonst schlagi. Ich lieg schon im Bett. Das war so süß. Gott, war das süß. Mit Sonnen, mit Mond und Sternen. Das hat er alles vorbereitet. Ja, er hat die Sterne voll aufgehängt. Even allmächtig, wo er den Mond daran zieht. Das will ich im Real Life auch. Ich will mit dem Motorrad auf den Berg fahren und rum. Oder machst du wie Vice City, du ziehst einfach mit dem Scharfschützengewehr in den Mond und schießt dreimal drauf, dann wird er irgendwo. Jetzt mach's mir nicht kaputt, ja? Also, das ist aber schon lange, lange her. Ich date jemanden aus Dragon Ball und er wird zu einem riesigen, haarigen Affen nach dem Vollmond. Achso, Lumi, ist es eigentlich voll angekommen? Du musst jetzt sowieso, wenn du Apex anfängst, erstmal das Tutorial spielen. Nein, muss ich nicht. Ernst. Würde ich schon machen, weil das echt wirklich wichtig ist, was da alles erklärt wird. Es ist wichtig, aber es ist nicht zwingend notwendig. Nee, du kannst das umgehen, also du wirst nicht gezwungen, aber wenn du das nicht machst, hast du halt keine Ahnung. Du spielst nicht mit mir, wenn ich das Tutorial nicht gespielt habe.